Hey, oh, hier ist der Gusur wieder. Jetzt bin ich noch in meinem kleinen Account. Ich wollte euch nur noch mal kurz zeigen, wie das, wie gesagt, jetzt ausschaut. King ist kurz vorm Upgrade. Mir fehlen noch 3 KD, Alex. Dann könnte ich ihn auf Stufe 7 anschubsen. Und ansonsten lief das heute echt mega fett. Also, weil ich den wirklich sehr vernachlässigt habe. Jetzt musste da wirklich mal wieder was kommen. Und da bin ich hier am Rumbauen. Und rummachen, wie gesagt, mauermäßig richtig was losgehauen hier. Luftabwehr nochmal hochgeballert. Das muss einfach mal sein. Jetzt tauschen wir wieder, beziehungsweise ich gehe erstmal wieder in Keep Calm, wenn ich da reinkomme. Mal gucken. Zack. Und dann wechsle ich und dann sehen wir uns mit einem großen Account wieder. Bis gleich. Ist natürlich besonders geil, wenn man seine eigene... okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Da bin ich jetzt mal ganz... Ihr seid live dabei. Ich bin mal... ja, okay. können wir auch so machen. Kriegen wir auch hin. Dann muss ich mich natürlich dann wieder einloggen. Kriegen wir auch hin. Bis gleich. So, und jetzt bin ich wieder am Großen. So, dann gucken wir mal. Also hier sieht es natürlich auch ähnlich aus. Also läuft eigentlich ganz gut. Da kann man nicht meckern. Und gucken wir da mal rein. Angriffslog. Der war nice. Also die Queen ist wieder ordentlich am Reißen, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob wir... Oh. Das war der, den ich heute gepostet habe auf Instagram. Also in dem Fall nicht heute, sondern heute haben wir Montag. Also am Montag. Gehen wir mal rein. Und der war mega nice. Der war echt mega nice. Weil ich dachte mir auch, okay, ich habe einen inaktiven, also muss ich nicht das, was ich sonst immer mache, also rein in die Base, sondern erstmal außen rum. Dann dachte ich auch, gut, okay, komm, Heiler logischerweise, da auch ein paar Heiler. Und dann eben wirklich geguckt, dass ich an möglichst vielen Stellen halt rankomme, ganz klar. Und da habe ich gemerkt, oh, hier, der King will mir ein bisschen müde werden. Habe ich noch ein paar Heiler gedroppt. Und dann ging das eigentlich. Und dann, ja genau, dann wäre mir die Queen fast abgekackt. Da habe ich das voll verpennt. Und dann lief das eigentlich echt richtig gut. Ich hätte mir noch ein paar mehr einzelne Barbaren gewünscht, aber gut, okay. Was nicht ist, ist nicht. Aber beim Rage vom King kommen ja auch noch welche dazu. Ah, das lief echt ganz, ganz tight. So, Queen regelt natürlich hier gleich wieder mit der Luftabwehr, ist ja wohl klar. Und dann... War das ziemlich nett und jetzt gehen die rein. Und das hat perfekt gepasst. Ich hatte halt noch genug Mauerbrecher. Das hat alles einwandfrei wie Arsch auf einmal gepasst. Und dann sind die hier reingegangen. Das war richtig geil. Ich meine, klar, ordentlich Heiler wieder verballert, aber guckt euch den Loot an. Ich meine, jetzt sind es noch 360k. Und dann habe ich da eigentlich ganz gut einen weggedrückt. CB-Truppen hatte ich noch, die habe ich dann, glaube ich, oben gesetzt. Oder, nee, ich glaube hier. Oh, es ist, ja, 10 Stunden her. So, Gold ist alles weg. Jetzt wichtiger halt Luftabwehr weg, dass die Heiler einfach bleiben und dann passt das. Wie gesagt, also Heiler und Rage ist mega. Also wirklich, wenn ihr 3, 4 Heiler habt, bei einem ist das jetzt auch noch nicht der Knüller, aber wenn ihr 3, 4 Heiler habt und da einen Rage raufballert, dann ist das richtig fett. Genau, da die CB-Truppen und dann haben die das noch alles geregelt. Das ging richtig gut.
Ja, der war richtig geil. Das war so einer, wo ich dann echt dachte, oh, richtig cool. Weil ich dachte wirklich nur, okay, außenrum machst du klar, aber man sieht halt wirklich die Stärke der Helden. Ich meine, 20er King, 18er Queen, das ist jetzt auch nicht mehr so Pillepalle. Also von daher passte das ganz gut. Das war ganz nice. Und dann eben das letzte bisschen stehen gelassen. Komm, vollkommen Banane. Passt. So, ich hau auch gleich nochmal einen Angriff raus. Nur für kurz. Großschreiben bringt nichts. So kann man es auch sehen. Hund. Puh, den Hund habe ich jetzt gerade nicht. Und den möchte ich auch gerade nicht bauen. So, gucken wir mal. Wieder hier voll machen. Dass ihr halt wieder seht, was. Und hier, da mache ich, wie gesagt, 15 Mauerbrecher und dann so um und bei 30 Barbaren um und bei. Und dann ist es eine ganz coole Sache. Gucken wir einfach mal, was kommt. Ja, ich überlege, ob ich den hier nehme, weil hier hat man schon relativ viel und eben das. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich probiere es mal. Wie gesagt, jetzt mittlerweile wirklich so, dass ich erst wirklich im Nachhinein mit den Truppen cleare, dass ich schon mal mit der Queen anfange und dann halt gucke, wie es läuft, wo sie langläuft und so weiter und so fort. Und dann halt eben die komplette Zeit habe hier. So. Die Queen wird ganz schön getackelt. Ich hau mal noch ein paar Heiler rauf. Also mit einem Heilern darf man echt nicht geizen. Ganz klare Sache. Also das wird sonst gar nichts. Heiler muss man unbedingt genug drin haben. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier läuft. Ich bin da ganz, ganz entspannt. King geht vor. Ah, okay. King kriegt gut einen auf den Sack schon vom Inferno. Das ist natürlich schon. Da brauche ich natürlich dann auch mit den Heilern gar nicht weiter probieren. So, genau. King regelt auf jeden Fall. Dunkles ist weg. Queen hinterher. Das lief einwandfrei. Das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt könnte man gucken. Nee, ich hau den Rage nicht mehr raus. Ich hau den Rage nicht mehr raus. Das lohnt sich nicht. Bestenfalls wäre es jetzt so, dass die Queen hier wirklich noch gleich aufs Gold geht. Das wäre ziemlich cool, ohne dass der Inferno angeht. Ja, geil. Sehr cool. Kann noch geheilt werden und danach breche ich ab. Zack. Das reicht mir vollkommen in Ordnung. Nicht zu viel rausgehauen und eben noch 1,4 gemacht. Einwandfrei. Damit kann ich leben. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt könnte man im besten Fall sogar noch mal nachziehen. 10 Minuten warten. Klar, weil ich die Queen doch ein bisschen was abbekommen hat. Aber reicht mir auch für heute. So ist es nicht. Jetzt gucken wir noch mal, ob wir hier noch einen fetten Angriff haben. Aber ansonsten, wie gesagt, so seht ihr eben halt mal wieder, wie es bei mir abläuft. Ich muss mal überlegen. Was war denn noch? Fred hat sich leider noch nicht gemeldet. Also wenn einer einen richtig guten Draht zu Fred hat, darf der sich gerne nochmal bei ihm melden, weil es geht ja darum, ich würde gerne mit ihm die Loot Challenge, nicht die Loot Challenge, also doch im Bereich, weil einer ja sagte, oh hier, Fred hatte damit mal ein paar Probleme hier von wegen Farmen mit der Queen. Das würde ich gerne mal mit ihm durchziehen, das wäre eine coole Nummer. Aber immer nur montags oder donnerstags, weil ich habe ja nicht so viel Zeit. Ist ja leider wirklich so. So, aber jetzt gucken wir noch mal in den CW. Ach so. Nee, da bin ich jetzt gerade noch. Ja, ich muss jetzt mal gucken. Oh, ich habe schon so ewig kein CW mehr mitgemacht. Also richtig ewig. Oh, ich lasse mich da echt überraschen. Scheiße, ist das lange her.
Ja, guckt mal hier. Da hatte ich die Sachen noch gar nicht. Packe ich mal hier hin. Und den anderen Luftfeger, den packe ich mal dahin. Da muss ich wirklich, das erste Mal ist definitiv wieder komplett reinkommen und hoffen, dass alles klappt. Da bin ich ganz ehrlich. Ich weiß aber, dass es, wie gesagt, mit den dunklen Sprüchen jetzt, also mit, ja, mit Spells halt, da um einiges anders ist. Also hier mit Hexe spenden und sowas, das fällt mittlerweile aus. So, aber ich wollte noch in den, ja, Blödsinn hier nicht, ich wollte noch in den Kriegslog reingucken. Weil, tada, zweimal hintereinander gewonnen. Und bei dem hier war es, glaube ich, beim letzten. Da sollte ich nochmal reinschauen. Ich guck mal, was wir hier hatten. Eine 3-Star. Noah hat angegriffen und nicht mal die komplette Zeit gebraucht, also nicht ansatzweise. Ist natürlich ziemlich geil. Gucken wir mal rein. Glück gehabt mit dem Mauerbrecher, dass der nicht gekillt wurde, weil kurz danach kam ja der Minenwerfer. Geht schön rein. Na, ja, genau, das ist eine tricky Kiste. Jetzt müsste hier wären Jump geil gewesen, dass die Packers nicht, also nicht draußen rumgehen. Aber, ja, okay, jetzt kommt er mit dem Mauerbrechern. Ja, dafür ist es zu spät, glaube ich. Die drehen jetzt nicht nochmal um. Die drehen nicht nochmal um. Aber mit dem 3-Star hat es ja geklappt. So. Schade, richtig dolle reingerannt. Da würde, ganz ehrlich, da hätte ich jetzt am Anfang erstmal gedacht, gut, okay, da ist ja einiges schief gegangen, aber das scheint ja echt alles noch so gelaufen zu sein, wie du es haben wolltest. Aber hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also ich denke auch, du wirst ja am Anfang richtig in den Arsch gebissen haben, oder? Also denke ich schon, was sagt ihr dazu? Einfach wirklich in die Kommentare, wie sagt ihr das? Ja, okay, jetzt, ich kriege gerade einen Anruf von Lichtle. Oder auch nicht. Mega laut. Wie kann ich dir helfen? Ich bin gerade in der Aufnahme. Bis dann. Warte, ich bin kurz in der Aufnahme, Diziax. Mach Bildschirmatron, ich bin jetzt ganz geil dabei. Du bist ganz geil dabei. Ja, okay. Ganz geil. Lichtle hat auch gerade angefragt. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt eigentlich das neue Banner-Design findet, mit dem Banner an der Seite und so. Hast du das mitbekommen? Was? Mit dem Banner? Hä? Wie mit dem Banner? Was meinst du jetzt? Mit dem Banner. Dass du jetzt einen machst, oder was? Ja, na, dass ich jetzt einen gemacht habe, ja. Ja, klar. Okay, weil ich ja jetzt nochmal einen neuen gemacht habe, also links und rechts. Okay, ja, nice. Ja, das ist doch geil. Ja, auf jeden Fall. Ich guck mal gerade die 3-Stars durch einfach. Wobei man hier sagen muss, 7. gegen 12. ist natürlich auch sehr wahrscheinlich, dass das dann ein 3-Star wird. Ich habe schon Angst, ich bin nämlich im CW drinne. Und hatte eigentlich noch keine Lust. Okay. Zumal meine dunkle Zauberspruchfabrik. Ah, jetzt kommt Lichtle Bob auch noch rein, ja? Ja. Wir müssen jetzt mit Jona wegen dem Intro reden. Okay. Okay, dann ist Diziax wieder draußen. Ja, wir sind also, dann wieder weg. Wir hören uns nochmal, Guzo, gell? Wir ganz genau. Dann nochmal was auf. Hey, ja, dann viel Spaß euch noch bei Guzos Video. Wir sehen uns. Was ist mit dir, Lichtle? Nächstes Mal nimm aber bitte meinen Koks wieder mit. Danke. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ja, so viel dazu. Das passt. Aber wie gesagt, klar, 7. gegen 12. Sorry nochmal für die Sache, aber so ist es halt. Es ist 10:30 und da kommen die
kleinen Bobs dann immer alle noch aus der Höhle gekrochen und wollen doch noch eine Aufnahme starten. Der Heal ist cool gewesen, obwohl die ja auch komplett geheilt waren. Aber ansonsten wäre er ganz nice gewesen, auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, wie es bei mir läuft mit dem CW. Also da bin ich richtig gespannt. Weil wie gesagt, wirklich den letzten CW vor einem halben Jahr oder sowas, oder fast. Also das ist schon echt eine Ewigkeit her. Läuft einwandfrei. Perfekt. So sieht's aus. Also wie gesagt, mittlerweile geht's dann auch mit dem CW. Das passt dann auch bei uns hier. Einwandfrei. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Ich guck mal, was ich die nächsten Male mache. Also wie gesagt, so auf eine Challenge habe ich da grundsätzlich nochmal Bock, dass man einfach wieder ein bisschen was frischen Wind reinbringt. Mit Mauern sieht es bei mir richtig gut aus. Kann ich gar nicht klagen. Guckt mal hier. Sind wir bei 66. Das ist einwandfrei. Das passt ganz gut. Und wie gesagt, halt eben King auf 20. Und das nächste wird jetzt die Queen halt dann auf 19. Das ist ein echt amtlich auf jeden Fall. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.